Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play von mir. Ich habe mir gedacht, nachdem sich das sowieso keiner anschaut, kann ich machen, was ich will, und habe das alte Let's Play jetzt mal abgewürgt und starte ein neues. Nachdem ich letztens Geburtstag hatte und einen Steam-Gutschein gekriegt habe, habe ich mir mal das Civ 6 zugelegt, nachdem ich gewartet habe, bis es vergünstigt war. Ich habe keine DLCs dafür gekauft. Die Reviews für Civ 6 sind einfach nicht gut genug. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie es spielen wird. Ich werde auf jeden Fall mal quasi fast nackig in dieses Spiel reingehen. Ich habe den einen oder anderen Let's Play gesehen, aber auch nur ein wenig. Ja, das heißt, wir haben die Vanilla-Version von Civ 6. Das muss ich jetzt merken. Ich habe nicht ganz eine Ahnung, was passiert ist. Ich habe auch noch nicht wirklich reingespielt. Also, ihr seht, ich habe schon ein wenig reingespielt, aber nicht wirklich. Ich habe 50 Züge oder so gespielt, damit ich in etwa weiß, wo was zu finden ist in dem Spiel. Machen wir mal ein Spiel erstellen. Ich habe mir gedacht, ich werde mit einem zufälligen Anführer spielen. Nachdem ich sowieso keine Ahnung habe, wer von denen gut oder schlecht ist. Also, ja. Standard Tempo, Kontinente, puh. Wir könnten vielleicht auf der Erde spielen. Und zwar mit dem wahren Startpunkt auf der Erde. Wieso nicht? Das gibt uns einen gewissen Vorteil, weil wir wissen, wo wir sind und wie in etwa das Land ausschauen wird. Erweitertes Setup, schauen wir uns das kurz an. Also wir nehmen einen zufälligen Anführer. Es wird 12 Typen geben, die mitspielen. Achso, nein, Blödsinn. 2, 4, 6, 8 Spieler insgesamt. Kartengröße Standard. 12 Stadtstaaten gibt es. So. Ich frage mich, ob die auch auf dem richtigen Punkt sind, wobei man natürlich nicht sicher ist, welche Stadtstaaten da sind. Naja, werden wir dann schon sehen. Wir lassen alle Siege zu. Ich habe keine Ahnung, was man für die Siege braucht, aber machen wir das mal. Wir lassen natürlich keinen doppelten Anführer. Das wäre ein bisschen doof, vor allem beim wahren Standpunkt. Keine Barbaren. Ich habe mir kurz überlegt, ob man das machen soll. Teams teilen Sichtbarkeit, aber wir spielen Einzelspieler, es gibt keine Teams. Na gut, dann starten wir doch glatt mal. Schauen wir mal, wer wir sind. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Euer meisterhafter Umgang mit dem gesprochenen Wort ist ein wertvolles Geschenk, o redegewandter Perikles, Anführer der Griechen. Sichert euch damit die Hingabe eines ganzen Staatenverbunds, auf das ihr von seinem Ruhm profitiert. Ja, gründet kulturelle Stätten entlang der felsigen Küsten Griechenlands, um euer Volk unter eurer gerechten Herrschaft zu vereinen. Mögen einst die Sirenen das Zeitalter des Perikles besingen. Okay, gut. Was wissen wir über das Ding? Wir haben plus 5% Kultur pro Stadtstaat, in dem ihr souverän seid. Ah, okay, gut. Wir können Stadtstaaten hier genauso beherrschen wie in Civ 5. Ein bisschen anders, aber sehr ähnlich eigentlich. Und das heißt, wir wollen Stadtstaaten als Freunde haben. Ein zusätzlicher Joker-Politikplatz. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir können eine zusätzliche Politik, das gibt irgendeinen Bonus, den wir haben. Das ist ganz praktisch. Wir haben Hopliten. Ich nehme mal an, das sind verbesserte Speerkämpfer. Und wir können die Akropolis bauen. Keine Ahnung, was die Akropolis kann. Es dauert ziemlich lange, das er lädt. Ich habe bis jetzt, also, was ich gespielt habe, auf kleiner Karte.
Ich hoffe, das macht das Spiel nicht zu langsam. Gut, die Akropolis ist ein Spezialbezirk, und zwar wofür? Also ich nehme mal an, statt dem Theaterbezirk oder so, so wie das ausschaut. Das heißt, unsere Kultur wird eher gut sein in dem Spiel. Und dann starten wir das Spiel. Hey, wir haben schon mal ein Heureka. Und damit kann ich euch gleich einmal das Heureka-System erklären. Das Heureka-System macht Folgendes. Die Forschung, die wir haben, kann beschleunigt werden, wenn wir verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel, in diesem Fall haben wir ein Heureka für Schrift bekommen, denn sobald wir eine andere Zivilisation finden, bekommen wir diesen Bonus. Das heißt, wir haben dann... wir müssen nur noch 50% der Forschung erfüllen in dem Bereich. Finde ich gut. Weniger gut finde ich, dass wir jemanden gefunden haben, nämlich die Römer, die naturgemäß in Italien sitzen, das direkt neben uns ist. Naja, nona. Okay, wir haben hier Fische, wir haben hier Wein, wir haben hier Kupfer. Kupfer ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben da drüben Pferde, die eigentlich auch noch in unserem Bereich sind. Jo. Es schaut alles viel knuffiger aus hier. Ich finde es ein bisschen mühsam, Sachen zu erkennen. Aber vielleicht liegt das an mir und meiner schlechten Sicht mittlerweile. Naja, ich weiß nicht. Wirklich viel rumreisen will ich da jetzt nicht. Möglicherweise wäre es klug, eher hier auf dem Hügel zu bauen. Aber da sind wir noch näher an Rom. Und das Problem ist, wenn wir jetzt darüber zu dem Hügel gehen, baut Rom vielleicht hier eine Stadt. Und dann können wir da gar nicht mehr bauen, das wäre doof. Also bauen wir gleich mal hier die Stadt. Und nachdem es am Wasser ist, kriegen wir gleich einen Bonus für Segeln. Finde ich auch gut. So, und unseren Krieger können wir auch gleich mal hin und her schicken. Ah, das wäre irgendwie cool, wenn wir Rom ausschalten, bevor es eine Stadt bildet. Das wäre natürlich supi. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt Rom da bauen kann. Das ist eigentlich ziemlich fies. Wir sollten uns vielleicht sogar diese Pferde da sichern. Aber wir haben zurzeit zu wenig Geld. Ja, vielleicht hätte ich das da oben doch nicht einblenden sollen. Ich sehe gerade, ich sehe nicht, wie viel Geldproduktion ich habe. Ha! Mal da was weggeben. So, ich werde das jetzt dranhängen hinten, nachdem ich blöderweise das geschlossen habe. Aber es wird schon gehen irgendwie, hoffe ich. Und wenn nicht, muss ich nochmal starten. Ist auch nicht so schlimm. Gut, also wir haben Eurekas dafür. Und wir haben das Römische Reich getroffen. Können wir mit dem gleich sprechen? Es ist interessant, die Anführer, die wir haben. Wir haben nicht Alexander für die Griechen. Finde ich gut eigentlich. Ja, also er möchte, dass wir ein großes Imperium haben. Dann mag er uns irgendwie. Finde ich ein bisschen seltsam. Oh, Besuch. Ich bin gleich wieder da. Verkünden wir Freundschaft? Rom muss Rom bleiben, ein Freund von niemand anderen an sich selbst. Okay, dann nicht. Im Hintergrund greifen Kinder irgendwelche Menschen an. Na gut, wissen wir sonst noch irgendwas über die? Nein. Na dann, schauen wir mal, was wir ihnen... Athen produzieren, einen Speer mal, sicherheitshalber. Ja, das ist kein Problem. Ich habe schon erklärt, dass im Hintergrund irgendwelche Menschen reden. Gut. Dann müssen wir noch erstmal Forschung machen. Schauen wir uns gleich mal den Technologiebaum an. Also wie ihr seht, haben wir hier schon zwei... Verbesserte. Die können wir nicht so einfach starten.
das ist eigentlich gar nicht mal so blöd, segeln relativ bald, weil wir Fische haben. Dadurch verbessert sich unser Nahrungsdings. Oh, wenn wir Kartografie haben, kriegen wir auch noch 2 Gold dazu. Gar nicht so schlecht. Ja, Schrift ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir dann irgendwann mal erforschen. Dadurch können wir den Wissenschaftsbezirk bauen. Zu den Bezirken machen wir dann später. Aber zunächst einmal werden wir Keramik machen vielleicht. Bei Bewässerung für den Wein, den wir da haben, brauchen wir Bewässerung. Und für das Kupfer brauchen wir Bergbau. Dann machen wir vielleicht zuerst Bergbau. Und zwar deswegen, weil... naja, können wir dann beides machen. Segeln wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Schauen wir mal. Na gut, dann nur ganz kurz zu der Stadt. Eigentlich ist das ein ziemlich guter Anfangspunkt. Die 2 Wälder bringen recht viel Essen und Produktion. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht. So. Neben der Forschung, der traditionellen Forschung, die wir hier haben, haben wir auch noch Forschung im sozialen Bereich. Die Forschung betreiben wir nicht mit unseren Wissenschaftspunkten, die hier angezeigt sind, sondern mit unseren Kulturpunkten. Wenn wir das erste erforscht haben, werde ich dazu vielleicht etwas mehr erzählen. Gut, Geländefeld kaufen, das werden wir dann hoffentlich das Geld haben dazu. Schauen wir mal. Aber bis dahin. Boah, da hätten wir gleich 2 Luxusgüter am Anfang. Wenn wir das da oben kriegen, haben wir sogar noch eines doppelt. Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Na gut. Wie kommen wir aus dieser Stadt raus? Das habe ich irgendwie noch nicht mitgekriegt. Können wir da irgendwo hinklicken, daneben? Achso, mit rechts klicken. Na gut, machen wir nächste Runde. Schauen wir mal, ob Rom dort gebaut wird. Oder woanders. Ah, nein, da daneben. Dachte ich mir. Wir brauchen auf jeden Fall relativ bald Geld, damit man diese Gebiete da, vor allem auch diesen Fisch hier, den hätte ich auch noch gern. Wenn wir den abschneiden, wir müssen auf jeden Fall gegen Rom relativ schnell vorgehen. Das sind doch recht nahe. Vielleicht war das mit dem Warenplatz zum Starten doch nicht so klug. Okay. Wir haben einen Stadtstaat gefunden. Perfekt. Ich würde sagen, wir haben ihn als erster gefunden. Yes. So, jetzt ganz kurz zu den Stadtstaaten. Stadtstaaten beeinflusst man dieses Mal mit Gesandten, also nicht mit Geld. Gesandte bekommt man, indem man Quests erfüllt. Also zum Beispiel da, wenn wir einen Hopliten bauen, kriegen wir einen Gesandten für diese Stadt. Wenn wir uns das anschauen, bei 3 Gesandten kriegen wir, also wenn wir einen Gesandten dort haben, kriegen wir 2 Wissenschaft in der Hauptstadt dazu, was ich gut finde. Bei 3 Gesandten kriegen wir noch einmal 2 Wissenschaft in jedem Campusbezirk und bei 6 kriegen wir sogar 4 Wissenschaft in jedem Campusbezirk. Das sind diese Sachen, die wir bauen können, diese Bezirke erkläre ich euch, wie schon gesagt, später. Wenn wir 3 Gesandte haben und der stärkste sind, also die meisten Gesandten dort haben, kriegen wir noch einen einzigartigen Bonus. Zusätzlich zu unserem Bonus, den wir sowieso schon haben. Also erstens kriegen wir noch plus 5% an Kultur, weil wir Griechen sind. Und der Bonus hier wäre, bietet euch eine von jeder strategischen Ressource, die ihr enthüllt habt, jedoch nicht besitzt. Okay. Ah.
Das heißt, wenn wir kein Eisen haben, kriegen wir dadurch ein Eisen. Wenn wir keine Pferde haben, kriegen wir dadurch ein Pferd. Gut. Eigentlich gar nicht einmal so schlecht. So, du bleibst nochmal stehen. Im Hintergrund gehen irgendwelche Kinder weg. Finde ich gut. So, nächste Runde. Schauen wir mal. Ja, ich habe im Prinz-Level gestartet. Ich habe keine Ahnung, ob ich im Prinz-Level gewinnen kann. Ha! Sehr gut. Die Dorfbewohner haben gemeinsames technisches Geheimnis. Das heißt, wir kriegen einen Bonus auf Bronze. Früher hat man Forschungspunkte gekriegt, beziehungsweise überhaupt eine Forschung ganz gekriegt. Jetzt kriegt man halt eine halbe Forschung. Ist auch nicht schlecht, finde ich. Das ist einer von den Sachen. Manchmal kriegt man sogar zwei. Also im vorherigen Spiel ist mir passiert, dass ich mal zwei gekriegt habe dadurch. Aber gut, soll es sein. Ein halber ist schon mal ganz gut. Muss nie. Forschen tun wir eh ganz schön schnell. Drei Runden, bis wir Bergbau haben. Bis dahin haben wir das Geld sowieso nicht, um das Kupfer zu erforschen. Wobei, wir brauchen dann ja auch noch Leute, die es... Wieso hat der schon einen Speer, frage ich mich. Vielleicht schummeln die Spieler. Ah, wir haben noch jemanden gefunden. Ich bin Katharina, Königin Mutter von Frankreich. Was? Katharina von Medici, schau an. Und ich heiße euch im Reich willkommen, ich freue mich darauf. Bla 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 bla, es ist uns eine Ehre, euch kennenzulernen. Ihr habt nicht gelebt, solange ihr nicht von unseren Delikatessen gekostet habt. Naja, wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. So, jetzt sehen wir Paris und sie sehen Athen. Okay, das heißt, wir haben echt ein Problem. Wir müssen da echt schnell raus aus dem Ding. Ich meine, wir haben zwar dann Schiffe auch, aber... Deutschland ist auf jeden Fall nicht da. Wir sind nämlich gerade mitten in Deutschland. Mit etwas Glück bekriegen sich die gegenseitig und wir müssen das nicht machen. Pferde und ein Fluss, und zwar in dem Fall, was ist das, die Elbe? Ein bisschen tragisch, weil ich sehe hier nicht die Donau. Dabei ist die Donau bei weitem größer. Und ich sehe gerade die Hattusa. Die Stadtstaaten sind nicht dort, wo sie hingehören, weil Hattusa ist normalerweise nicht im Balkan. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Sondern in der Türkei. Wobei, vielleicht ist das die Türkei sogar. Aufklärungseinheiten wie Speer sind... Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Weiß ich nicht, der Bergarbeiter vielleicht. Oh, Travis kenne ich nicht. Ah, die Entdeckung eines neuen Kontinents hat gezeigt, dass die Welt voller Handelsmöglichkeiten. Wir haben einen neuen Kontinent entdeckt, das finde ich auch gut. Was für ein Kontinent denn? Afrika wahrscheinlich. Asien. Asien? Europa? Na gut, soll sein. Das hat uns auf jeden Fall wieder einen Bonus gebracht. Und zwar diesmal einen Ausrichtungsbonus. Also nicht bei diesen hier, sondern hier. Und zwar für Außenhandel. Außenhandel ist hier ganz, ganz wichtig. Ich liebe Karawanen, die bringen uns Geld und wir brauchen Geld am Anfang ziemlich viel. So, machen wir mal Forschung. Jetzt stellt sich die Frage, Schrift können wir noch nicht machen, obwohl Schrift wäre eigentlich auch nicht schlecht. Bronzeverarbeitung können wir aber machen, dann könnten wir uns Hopliten leisten und wir denen noch weiter raufgehen. Und das sind noch dazu unsere Spezialtruppen. Das heißt, Hopliten wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir hätten bald. Und Eisen sehen wir dann auch. Schwer zum sagen. Segeln wäre genauso gut für die Fischerboote, aber dazu müssen wir sowieso ein Ding spawnen.
wir sobald schon Dings bauen. Ja, wir haben jetzt Bergbau gemacht. Wir könnten Segel nehmen, das kostet uns 5 Runden. Genauso lang wie Keramik. Oder Keramik und Bewässern. Hier auch was. Ich überlege gerade, dass wir vielleicht tatsächlich Handwerker bauen, die dann nämlich gleich das Kupfer abbauen können und den Fisch hier. Und für den Wein müssen sie sich halt ein bisschen gedulden. Oder bauen wir ein Monument, um unsere Kultur zu erhöhen? Na, bauen wir einen Handwerker. Und du, Freund, Ebenen Russlands. Schauen wir mal, ob Russland auch im Spiel ist. Ah, geh weg mit deinem blödsinnigen Typen. Das ist das Gebiet, das ich erforschen will. So, schauen wir mal. Erkennen wir Europa hier schon an dem Ding? Naja, nicht wirklich. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht wissen, wo wir sind. Ah, das ist nett, dass du da nach oben gehst. Oh, du bist ein Hattuser-Typ. In der Position, wo wir sind, sollten wir wenigstens weniger Barbaren zu unserer Stadt kommen. Hey, wir haben das Kupfer tatsächlich selber, ohne dass wir es kaufen mussten. Vielleicht sollten wir dann aber dieses Gebiet kaufen. Das wird den Römer anzipfen, zwar immer was, ist mir aber relativ wurscht, was der denkt. Ausgezeichnet. Dörfer gehören mir ganz allein. Hey, wir haben eine Einheit geschenkt gekriegt. Welche Einheit war das? Wir haben einen Handwerker geschenkt bekommen. Das ist ja cool. Das ist aber echt cool. Was machen wir mit den vielen Handwerkern? Warte mal, das da oben müssen wir auch kaufen, sonst nimmt man das, der Typ da weg. Irre. Da brauchen wir doch Geld dafür. Euer Reich ist so groß wie der Himmel Jupiters. Gut gemacht. Ah, weil wir größer sind als er. Glaube ich. Es ist nicht so, dass mir das Leben an Land widerstrebt, aber das Leben auf See ist besser. Okay. Finde ich zwar nicht, aber gut. Hm.
eine Ehre, euch kennenzulernen. Ja, wieso nicht? Zeig mir deine Hauptstadt und ich zeig dir meine. Das ist natürlich... langsam mal so schlecht hier. Wir haben Euphrat und Tigris gefunden. So, dann machen wir als nächstes Keramik. Das heißt, Hattusa liegt doch richtig, weil das ist die Türkei hier. Dürfen nicht vergessen, bei 75 Gold da oben das Dings zu kaufen. Wir machen eine Mine hier. Ha, Eureka. Das Rad geht besser. Freundlich uns gegenüber, finde ich gut. Ich glaube, es gibt hier nicht allzu viel hier hinten. Oh. Oh nein, wir haben Kleopatra gefunden. Das heißt, da geht es auch nicht weiter. Segeln können, dann bauen wir gleich mal die Fische da ab. Geld haben wir noch immer nicht genug. Wir hoffen einfach, dass den Römern das genauso geht wie uns. Auch eine Delegation ist uns willkommen. Ich glaube, das Geld, was sie uns da schicken. Yes. Geld, 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 Geld. Das ist sehr gut. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk. Denn wie der Mensch, wenn er zur Vollkommenheit gelangt, das beste Lebewesen ist, so ist er ohne Gesetz und Recht auch das Schlimmste von allen. Okay, wir haben Gesetzgebung entwickelt und wir haben einen großen Griechen was sagen lassen. Wir ändern die Politik. So, wir haben... wir könnten uns plus 5 Kampfstärke gegen Barbaren nehmen. Das ist aber auf jeden Fall nicht schlecht. Wir könnten Gold und Glauben in der Hauptstadt produzieren oder mehr Produktion. Na, machen wir Gold und Glauben. Das ist nicht schlecht. Glauben haben wir bis jetzt eh noch keine Produktion. So, und jetzt bei der Joker-Politik können wir eines von diesen beiden hin tun. Tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, welches ich nehmen will. Schnellere Produktion oder machen wir vielleicht das. Aufklärungseinheiten sind am Anfang recht wichtig. Oder? Nehmen wir Produktion. Als Produktion mir ist nicht schlecht, eigentlich. Machen wir mehr Produktion. Pfeil auf den Dings. Ja. So, das heißt, je nach Regierungsform, die wir haben, haben wir da unterschiedliche Möglichkeiten, was wir da reintun können. Jedes Mal, wenn wir da unten irgendwas erforschen, können wir was austauschen. Ich jetzt einmal da her, obwohl ich denke mal,
tatsächlich haben wir da eine Kadett. Haben wir da eine Oase gefunden, mitten in Arabien. Finde ich gut. So, machen wir als nächstes Außenhandel. Einfach deshalb, weil wir da schon die Dings haben. Weil wir da schon den Bonus haben. In Wirklichkeit wollen wir auf jeden Fall möglichst schnell hierher kommen. Da können wir nämlich die erst bessere Regierungsform machen. Das habe ich schon mitgekriegt. Möglichst schnell hierher. Heißt aber nicht unbedingt, dass wir ausschließlich Dinge machen, um hierher zu kommen. Dazu brauchen wir Staatsdienertum. Das frühe Reich. Und für die beiden brauchen wir sowieso den Außenhandel. Das heißt, der Außenhandel ist sowieso unverzichtbar und Handwerkskunst ebenfalls. Da sollten wir bald den Bonus kriegen, weil da müssen wir 3 Geländefelder modernisieren. Das sollten wir also recht bald haben. Den Spezialbezirk werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal in nächster Zeit kriegen. Das mit der Bevölkerung geht auch von alleine. Gründet ein Pantheon, auch das sollte von alleine gehen, weil wir jetzt eine Produktion an Glauben haben. So, machen wir als nächstes einen Siedler, dass wir möglichst schnell da rauskommen noch. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich es hinbaue, aber ich nehme mal an, da im Norden. Vielleicht sollte ich mit dem da weiter rüber gehen und mal schauen, was da drüben noch alles ist. Weil der Weizen da an sich ist jetzt schön, aber nichts Besonderes. Und bei dem Spiel muss man, glaube ich, auch schauen, wo man hinbaut, wegen der Spezialbezirke, die man bauen kann. Tja, dann schauen wir mal. Weil zum Beispiel wollen Universitäten, also die Campusse, also die Wissenschaftsbezirke. Ich dachte, Ton müsste sich in der Hand eines guten Töpfers wohlfühlen. Okay, wer auch immer Janet Fitch ist. Für die Bewässerung brauchen wir zu lange, um den Bonus zu kriegen. Ja, andererseits ist doch wurscht, warten wir einfach. Große Verarbeitung, große Verarbeitung. Ich will Hopliten bauen. So schnell als möglich. Wer ist hier? Ah, ein französischer Speer. Ah, sehr gut, wir haben Geld aus Ägypten gekriegt. Das macht sie uns gewogen, beziehungsweise wir sollten eigentlich hier gewogen werden. Ich weiß gar nicht, warum der Computer das macht. Ah, der braucht das da oben gar nicht. Der braucht nur noch Wein. Ärgerlich. Na gut, dann. Doch glatt mal das. Wieso kostet das jetzt 85? Damit sollten wir hier denen Einhalt gebieten. Ja, du bleibst einmal da stehen, sich. Den Wein abbauen, sobald wir
Das ist natürlich blöd, dass die Kleopatra da ist. Dadurch kommen wir da auch nicht durch und die beherrscht dann wahrscheinlich gesamt Afrika. Bisschen Pech. Aber andererseits, das hätte auch der Sumerer oder der Babylonier sein können da. Huch. Das gefällt mir aber gar nicht. Das sind ja Barbaren. So, du wartest hier. Gehen wir jetzt Richtung Indien und schauen wir uns Russland an, weil Russland scheint es offensichtlich nicht zu geben. Oder gehen wir an Ägypten vorbei und schauen uns Afrika an? Ich glaube, wir gehen an Indien vorbei. Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Wenn wir... Was wollt ihr? Was habt ihr für eine Quest? Eine Galerie soll man ausbilden. Finde ich auch gut. Ja, dadurch, dass wir ihn nicht als Erster entdeckt haben, haben wir leider keinen Gesandten gekriegt. Der würde zwei Produktionen für den Bau von Einheiten geben. Na, das ist auch nicht schlecht. Aber gut, es gibt Schlimmeres oder Besseres oder was weiß ich. Auf jeden Fall bauen wir als Erstes den Hopliten und wir werden halt Chusa ausbauen. Hier eine Handelsdelegation zu euch entsandt. Lasst euch das bekommen. Das finde ich gut. Mehr Essen, mehr Geld. Hält uns ein wenig auf. Aber wo kann der hingehen, bitte? Da ist ein Händler. Wo geht denn der hin? Nicht zu mir auf jeden Fall. Echt jetzt? Werden sie das? Was wollen denn diese Leute überhaupt alle? Vielleicht sollte ich mir das mal anschauen. Vielleicht kann ich sie dann glücklich und zufrieden machen. Na gut. Wir haben jetzt mal das erste uns gebraucht. Jetzt dann aufhören und übermorgen oder morgen gehe ich dann die nächste Folge rauf. Bis dann. Ich wünsche euch was Schönes.